zu einem weiteren Video zurück. Black Ops Cold War hier an der schwarzen Tafel. Vielen Dank, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Auch ein Dankeschön an die Leute, die das letzte Video bewertet haben. Lass doch auch bei diesem Video ein Like da. So, wir gehen dann in den MI6 hat lustigen das letzte Jahr damit Zirkus rein. verbracht, eine. Also, oh, Entschuldigung. Jetzt unterbrochen. KGB-Profil von Vadim. Okay. Verdächtige ansehen. Ach, die alle. Alter. Stockholm, Schweden, männlich. Okay. Okay, Bruder. Alle rasieren. Ah, nein. Ich hab's nicht gesehen. Ach so, du musst dich. Ja, okay. Aber ganz kurz, das habe ich vergessen. Das wollte ich eigentlich vor der Aufnahme machen. Hier. Für Gewalt halten. Okay, nein. Ja, Gewalt, ne? Wir wollen alle Gewalt. Ist das hier? Dann machen wir mal auf hoch, wa? Ja, nicht schon davor. Okay. Gewaltdarstellung. Also übernehmen, ja. Machen wir mal fahren kurz aus. Dann machen wir es auch aus. Versteckt. Das können wir auch mal ausmachen. Okay, was man hier alles anstellen kann. Okay, ja, gut, ne? Ja, schön. Das ist aber komisch. Keine Gewaltdarstellung an, ja. Also, zumindest sehe ich das nicht. Ja, egal, gut. Dann sehen wir mal weiter. So, wir wählen drei Verdächtige aus. Drei Verdächtige ansehen. Einmal. Ja, wer ist verdächtig? Also, hier sind überwiegend Polen. Ja, dann nehmen wir mal den Franzosen. Der sieht verdächtig aus. Noch ein Franzosen. Und eine Deutsche, definitiv. Ja, beziehungsweise aktuelle Reiseliste. Nee, gar nicht. Nehmen wir die, die nach Deutschland reisen. Die anderen sehen nicht so verdächtig aus. Aber wir sind ja. Rutnik ist besser in der Basis, wenn wir schon den ganzen Weg hierher sind. Das Kommando klang zuversichtlich. Sobald wir den Funkturm gesprengt und für eine Ablenkung gesorgt haben, werden wir es wissen. Na gut, ab nach unten. Spielen wir ein bisschen Verstecken. Alter, was ist denn hier mit in den Hermelwutz los? Der ist so aggressiv. Wir sind in Position. Roger, hier ist ein Luftpostpaket bereit zur Zustellung. Alter. Brauche nur eine Adresse. Los!
markiert den Funkturm für uns. Mason, der Turm ist oben auf dem entfernten Kamm. Ja, alles klar. Benutzt das Fernglas, Mason. Koordinaten sind unterwegs. Roger, der Scheck ist in der Post. So, und nun? So. Jetzt wird sie auf. Jetzt geht er runter und macht Rudnik kalt, bevor er entkommt. Wir haben nicht viel Zeit, den Kerl fertig zu machen. Mason, seil dich ab. Ich gebe dir von hier oben Deckung. Alles klar. Haben wir irgendwas mit Schild abgehauen? Weiter, nee. Das ist schön, dass du einen hast. Achso, der ist tot. Ja gut, ich frage mich gerade, warum jetzt hier Blut ist und da vorne nicht. Und ja, wie sehen denn dieses Scheißpapier? Ey, schießt ja auf mich. Gut, wenn wir im Haus sind, wäre eine Schrot natürlich besser. Aber die sieht ein bisschen besser aus. Muss ich die irgendwie blockieren oder irgendwie? Ach so, wie? Zeit? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Na gut, ne? Gebäude gesichert. Rudnik ist hier nicht. Geh weiter zum nächsten Gebäude. Wie sehen denn, also, Entschuldigung. Habt ihr das gesehen? Er hat mit RPG geschossen. Was ist er für einer? Okay, alles klar. Gebäude gesichert. Rudnik ist hier nicht. Weiter zum nächsten Gebäude. Nicht hier. Einer weniger. Epige Arsch. Weiter. Schrot wieder aufnehmen. Und weiter geht's. Was denn? Machst du überhaupt was? Gesichert! Geh rüber ins letzte Gebäude! Mein Kinderspiel! Er fragt mich halt echt, wo. Schreit denn hier so, sag mal. Was zu mir, Alter, die kannst du in den Arsch stecken, was ist denn damit? So, Schrot.
Tag. Und der Tag der PG. Und noch einer. So. Den hat er jetzt mal weggemacht, ja? Bevor wir jetzt dahin gehen, würde ich gerne nochmal hier hochgehen. Gucken. Mal hier, der mit dem auf die Nerven. Wo ist der? Alter, Schild machen. Aber irgendwie, wer weiß, technisch ist doch hier gar nichts. So, zumindest finde ich sie nicht. Wow, das hat auf Deutsch Kontakt. Gehen wir hier mal rein. Was ist das hier? Ist euch hier? Ach nee, das hatten wir ja schon. Ausgeschaltet. Schön. Rotnik läuft hinten raus. Мне нужно прикрытие. Muss ich erstmal wegmachen, bevor ich hier jetzt Wutbeck in der Erde aufnehme. Ich hab Rotnik. Wir brauchen eine Abschussbestätigung. Ach, jetzt kann ich Fotos machen, ja? Mach ich da mal drauf. Du musst die Leiche scharf draufkriegen. Bleib dabei. So, hier. Abschuss bestätigt. Wir haben ein Beweisfoto. Vielleicht können wir sie beim nächsten Mal auch aufmachen. Nee. Gute Arbeit. Evakuierungsheli ist unterwegs. Markier deinen Standort mit Rauch. Okay. Cool. Werfe Rauch! Ja, hast du schon. Der Heli brauchte noch ein paar Minuten. Pass auf, mehr auf dem Weg! Ich bin der Todesengel. Mason, Luftunterstützung ist in Bereitschaft. Ruf sie, wenn du sie brauchst. Die Russen kommen! Verstanden. Lassen wir es Schmerzen hageln. Alter. Irgendwas ist mit Butzer, der ist ja. Eine Arschlochparade! Was war das an der Ort, was? Sekunde, ich bin gleich da. Nochmal? Schade. Ich sehe den Rauch. Setze gleich zur Landung an. Мне нужно укрытие. Wir müssen herkommen. Da kommt Bock. Ja gut, der ist sowieso auch. Ich wette, Perl
soll's heult wie ein Baby, wenn er hört, dass wir Rotnik kalt gemacht haben. Irgendwie hat er ein bisschen Probleme damit. Okay. Also mit den Beweisen, das habe ich noch nicht verstanden. Die sind ja hier versteckt, aber irgendwie kann ich auch keine Fotos machen. Ja, merkwürdig. Sagen. Guck mal, ob irgendwie was gezählt hat, was ich da, oder zumindest das eine, was ich da fotografiert habe. Soweit das hier habe ich jetzt auch noch nicht ganz verstanden. Nee, keine Beweise. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.